Viele Grüße und großes Hallo an die MS-Community. Ich mache heute zum ersten Mal ein Video über mich. Ich bin der Marco. Ich bin 36 Jahre alt. Ich war unterwegs viel. Ich bin gereist. Ich war in Südamerika vor 3-4 Jahren. Habe eine große Reise gemacht. Fast ein Jahr lang. Zu Fuß, allein. Auch mit der MS. Die Diagnose liegt schon fast 10 Jahre zurück, die war 2008. Und da war natürlich vieles noch besser und einfacher, jetzt nicht mehr so, klar. Aber das ist für mich kein Grund zu sagen, das meine ich oder das lasse ich sein, das will ich nicht mehr und geht nicht mehr. Allein auf Reisen mit Rucksack. Fremdes Land, fremde Sprache, ich musste erst viel lernen. Eben Stichwort auch Sprache und so weiter. Musste ich erst lernen, Spanisch, Portugiesisch. Nichtsdestotrotz habe ich das nicht davon abgehalten, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu gehen, optimistisch zu bleiben, nach vorne zu schauen. Ich bin nicht so alt, klar, mit MS ist man in der Regel nicht so alt. Wenn man die Diagnose bekommt, ich habe zunächst studiert auch. Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe Bachelor und dann Master studiert. Ich habe Ausbildung gemacht, unter anderem als Gesundheitsberater. Ich werde euch jetzt eine Übung zeigen aus meiner Yoga-Lehrerausbildung von damals. Die Übung nennt sich Surya Namaskar, das ist der Sonnengruß. Ich werde es euch in leicht abgewandter Form vormachen und jeder von euch, der sich in der Lage versetzt fühlt, kann die Übung mehrmals wiederholen. Man braucht nicht viel Platz, die Übung kann dann jeder für sich selber machen, bei sich zu Hause, einfach um fit zu bleiben, mobil zu bleiben, um die Muskulatur zu stärken. Und ich habe ein Buch geschrieben, das könnt ihr auch, wenn ihr wollt, würde mich sehr freuen, könnt ihr bestellen. Da geht es eben meine Lebensreise mit der MS, da geht es um mich, um meine Jugend, meine Kindheit, vor der Diagnose, mit der Diagnose und danach, zum Beispiel die Reise nach Südamerika. Und ist hoffentlich ein Mutmacher und eine Motivation für andere, sagen, hey, da geht was, ich kann was, ich mach was. Und das soll jeden von euch motivieren, optimistisch zu bleiben, nach vorne zu schauen, um den nächsten Schritt zu gehen. Der Blick war ruhig. Nach unzähligen Arztbesuchen die Diagnose Multiple Sklerose, genannt MS. Auf einmal dieses Wackeln. Alles bewegt sich. Ich muss hier raus. Weit weg. Aber wohin? Ab nach Brasilien. Die Reise war vorbei. Nach vielen Abenteuern zu Hause der Entschluss, ein Buch zu schreiben.